Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Hallo und herzlich willkommen zu RetroPlay. Hallöchen! Es ist mal wieder C64-Zeit. Ja, daddeln. Genau, und zwar C64. Wir gucken uns heute ein sehr frühes C64-Spiel an, von 1983, und zwar eine Arcade-Umsetzung. Super Games gab es früher ja in der Spielhalle, in der Arcade. Ja. Haben auch gut noch Kohle gefressen. Ja, also ich selber habe damals war ich, glaube ich, noch zu jung dafür, oder ist es etwas an mir vorbeigegangen? Und Dennis, ich könnte dich gerade knuddeln, der kleine Dennis. Damals auch. War ich zu jung, aber ich habe ja sehr früh dann einen Homecomputer gehabt und habe da gespielt. Und habe auch sehr früh, das war eines meiner ersten Spiele, dieses Arcade-Spiel gespielt. Und zwar reden wir von Lazarian. Hagen, nimm das doch mal in die Hand. Ich nehme das jetzt in die Hand, Genau, und da sehen wir, das ist im Vertrieb von Commodore, von Bally Midway in der Modulfassung. Ist wirklich so ein kleines Actionspiel für zwischendurch. Wir gucken mal, wie lange wir brauchen, um es durchzuspielen. Wir daddeln. Und dabei wünschen wir euch auf jeden Fall wie immer viel Spaß. Lazarian. Wie gesagt, ist ein Spiel. Es gibt ein zweites Spiel, ich weiß nicht, ob das auch von Bally Midway ist, vermutlich, was Lazarian mit anderen Grafiken ist, so mehr oder weniger, nennt sich, glaube ich, Dragonson oder so ähnlich war das, wenn ich mich recht entsinne. Könnt ihr mal schauen, ob ihr das kennt. Hier sind natürlich, wir nehmen das wieder so eines unserer Live-Retro-Plays. Das heißt, wir haben hier auch unsere Twitch-Zuschauer mit dabei. Hallo dort in den Chat und hallo natürlich an die YouTube-Zuschauer. Der ist schon ganz raus. Da kam auch direkt eine Frage: Ist das Zöpfchen eine Pandemiefrisur? Ich experimentiere einfach mal so ein bisschen. Ich wollte schon früher mal lange Haare und dann bist irgendwie nicht. Und wir gucken einfach mal, was da draus wird. Bei dem erinnert mich das immer an Eddie Murphy in einem seiner 80er Jahre, jetzt passt ja auch hier, oder 90er Jahre, wo der irgendwie mit so einer neuen Frisur wie in den Friseursalon reingeht und der nur hingeht, die Schere nimmt, schnapp, zopp, hupp. Neue Frisur. Ja, so, zeig mal hier. Jetzt habe ich die Schachtel schon aufgemacht, Wahnsinn. Das geht nicht auf, Dennis. Wir zeigen mal hier vorne. Also das ist eigentlich grün. Wir sehen ja schon, es geht so um ein irgendwas mit Weltall und so ein großes Auge. Das ist schon ein bisschen Foreshadowing. Ja. Hintergrund sieht aus wie bei jeder Commodore-Modulpackung. Ist halt für einen Commodore 64. Und hier. Ja. Ich hatte das mal mit Tesafilm zugeklebt, ist aber der Tesafilm ist auch schon wieder hier. Ah, das ist eins deiner ursprünglichen Originale? Eines meiner allerersten Spiele. Reißt gerade diesen Tesa und die Schachtel, dieses Papier schreit schichtenweise. So, ist unfallfrei abgegangen, beim Wertkauf gekauft damals. Wir sehen, das war schon herabgesetzt von 59 D-Mark original. Dann, als ich das bekommen habe, ich glaube, meine Eltern haben das für mich gekauft für 19 D-Mark. Dann schauen wir mal was hier. Was auch genug Geld war, also für ein Spiel. Ja. So, ich muss hier, glaube ich, darum. Den zweiten Tesafilm wird es jetzt nicht auch noch abreißen. Das fühlt sich an, wie wenn du so Honig auf meinen Arm schmierst und so. Wenn du da diesen Tesafilm so. So, jetzt haben wir alles raus. Also, wir haben hier das Spielmodul, Lazarian. Das kommt im C64 dann hinten rein. Schaltet mal ein, spielt sofort da. Ja. Und hier haben wir die Spielanleitung. Auch nur so ein Faltblatt. Kann nur mit Steuerknüppel, in Klammern Joystick, gespielt werden. Vorbereitung: Lesen Sie die Anleitung genau durch und vergewissern Sie sich vor dem Spielstart, dass Sie alle Schritte korrekt durchgeführt haben. Das Spielmodul ist in den ausgeschalteten Commodore 64 einzusetzen und das Gerät anschließend einzuschalten. Darauf erscheint das Spielfeld auf dem Bildschirm.
Ja, es gibt da drei Phasen in dem Spiel, aber Hagen, du schaffst das schon, du probierst es jetzt einfach mal. Ich habe eine blöde Frage will ich noch stellen, weil jetzt ist es ja ganz gestern gewesen, dass mein C64 am Start war. Ich erinnere mich noch wie heute, was für ein geiles Geräusch das Diskettenlaufwerk gemacht hat. Dieses leichte Beschleunigen und dann das immer, ne? Oder die Datasette, die dann so gemacht hat. Weiß ich auch noch. Beim Modul hat das Geräusche gemacht. Bei Ja. mir ist da nichts abgespeichert. Nein, nein, Ne? das ist Das ist einfach, einfach. du schaltest den Rechner ein und das Spiel ist da. Okay. Weil es kam auch jetzt nichts. Also ich hatte jetzt nichts verknüpft bei mir. Genau. Hier kam noch die Frage, von wann ist das Spiel? Das ist von 1983, Ja. also wirklich eines der allerersten C64-Spiele. Ja. So, dann würde ich mal sagen, starten wir Ich mal nehme direkt. schon mal den Joystick. Ich darf ja, ich habe, Dennis hat ja Mitleid mit mir gehabt und hat nicht mehr diesen Futzel Pro Ja, ich mir glaube aber, du musst gegeben. den anderen nehmen. Ich muss den Futzel Oder wir Pro nehmen. müssen, oder musst den Joysticks umstecken. Also wenn du, dann musst du die beiden Joysticks-Ports. Sonst. Wir haben ja so Joystick-Ports hier auf dem Tisch. Ich bin mal kurz raus. So, den da raus und den da rein und den da darüber und den da wechseln und dann so, ja? Jetzt, und den anderen steckt den Und anderen rein, den an. dass in jedem Joystick-Port einer drin steckt, dass man nicht hier. Also, So. ach so. Ach, kein mal Trommel. Genau. So, dann können wir jetzt Genau, ich sitze starten. noch gar nicht richtig und du willst schon starten. Also ich. So, da sehen Schauen wir Lazarian. wir mal. Also Spielhallenversion von Bally Midway von 82 und 1983 dann Oh, die guck mal schon, allein C64-Fassung. oben das schon so, ach, mit Highscore. Das fühlt sich echt schon an, gleich wie als würdest du so auf dem Knäuel. Genau, So. so. Das ist der Demo-Modus. Ach, Wahnsinn. Also, du musst am Anfang die gelben Zonen abschießen. Welche gelben Zonen? Das, was da gelb. Da drück mal Feuer. Start Mission. So, jetzt da, wo gelb ist, draufschießen. Shoot the yellow zone. Hab's noch nicht ver. Ah, nach oben. Ja, du kannst doch rumfliegen. Ah, so, ja. Stehen wir unten in die Anleitung. Ich muss so ein bisschen, ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Und die roten Bälle darf ich nicht berühren. Das ist richtig. Das sind Kometen oder so. Ach, und der Timer läuft runter. Ah, ja. Boah, also an dem Planeten kommt man nicht. Und dann musst du in die rote Zone rein. In die was? Die Da rein. rote, da rein, genau. So. Destroy the Meteors. Genau, so coole Musik, Freude, schöner Götterfunken, ja. Das Problem ist, dass der erst so spät schießt. Kannst du Dauerfeuer machen mit dem Nee, Ding? das bringt nichts. Wahnsinn. So, jetzt Du musst in die Richtung, ja, du musst jetzt mal. Du musst in die Richtung dann Feuer drücken und nur da, willst du den anderen? Nee. Und nur wenn du das richtig machst, dann schießt er auch. Also das Ding ist auch schon echt träge. Du bist der Dr. C, oder? Ja. Mal gucken. So, 710 Punkte. Ja. Dann mache ich mal weiter. Kompakt Kurbel ist ganz begeistert. Er sagt: Oh Gott, die Musik. Und jetzt schieß Ja. doch! Du hast jetzt gesehen, wie man es macht. Mit den Kometen, das ist echt fies, gell? Das Ja. ist schon. Und jetzt bin ich runter und du bleibst an dem blöden Mond da hängen. Das ist echt. Jetzt rüber, rüber. Und schießen. Ah, Mist. Ja, das mit dem in die Richtung schießen ist echt übel. Nexo, Dankeschön fürs Abo. Retro-Ecke, natürlich auch dir einen schönen guten Abend. Ich bin irgendwie, ich brauche mehr Sinn. Bin hier zu aufgekratzt. Ja, der Hoflicht merkt gerade zu Recht an, dass das heute veröffentlichte, Also als wir hier den Livestream machen. als wir den Livestream machen, Video, ich muss, es ist echt so kompliziert mit YouTube im Video gleichzeitig, Stream. Ja, Dennis, der hat kurz angemerkt, dass ich natürlich auch schon länger den heute ausgepackten
History-Line-Helm anhatte. Ja, es ist schon echt kompliziert, aber wir kriegen, also wir sind da natürlich auch immer motiviert, unseren Content auch auf YouTube zu posten. Hoch, runter. Sehr gut, Dennis, sehr gut. Sau gut. So, jetzt müssen wir hier... Was musst du jetzt machen? Ach, freiballern. Ja. Jetzt hast du aber Dauerfeuer an. Ja, das ist automatisch. Ach so. Das Auge viermal treffen. Schießt der? Oder ist nee, der kommt diesen... runter und man kann dann... Okay, nee, ich meine, diese komischen Strahlen, die da sind, die töten. Nee, das ist nur Grafikeffekt. Dennis, also Respekt. Oh, ich habe fast kein Fuel mehr. Ja, das könnte ins Auge gehen, wurde hier gerade gesagt. Ja. So, fertig. Durchgespielt. Jetzt fängt es von vorne an. Das war jetzt mal, also es war nicht Speedrun, es geht noch schneller. Das ist ja der Hammer, Dennis. Weißt du, eher so, wir haben da so ein Spiel, das gucken wir uns mal an, ist eigentlich ganz nett. Und ich quäl mir einen ab und er spielt es auf Anhieb durch. Das ist jetzt deprimierend, oder? Ja, aber es ist auch für ein Arcade-Game natürlich auch sehr kurz. Oder? Also. Ja, siehst du, war ich wieder unkonzentriert. Also. Genau, das Lazarian, man kann das jetzt, man spielt es immer wieder und immer wieder und immer wieder und irgendwann ist man halt durch. Ja. Hagen, willst du nochmal probieren? Nö, ich habe jetzt alles gesehen von dem Spiel. Das ist ja unglaublich hier. Du, weißt du, ich da so, la 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 la. Und der Dennis, ach komm, durchgespielt. Ich habe das früher öfter gespielt, sagen wir es mal so. Ja, gucken wir nochmal. Also für ein Vollpreisspiel, muss ich sagen, ist es nicht so richtig viel Content. Also jetzt hier sagt Imposant Andi, 20 Mark für eine Demo. Nee, das ist, also früher waren die Spiele noch nicht so komplex. Ich meine, Pong war jetzt auch... Nee, also nicht komplex ist ja schon, also mag richtig sein, aber schon länger war es schon. Also ja, es ist ein sehr kurzes Spiel, muss man sagen. Ja, und es ist also jetzt auch, also es ist jetzt auch nicht wirklich schwer, wenn man weiß, wie es geht. Ja, was du tun musst, ja. Genau. Ja genau, wenn du es alleine das erste Mal spielst, weißt du ja auch nicht, was du tun musst. Ja, ja, also hier in der Anleitung steht Phase 1. In der ersten Spielphase ist eines ihrer Schwesterschiffe in Gefahr, sendet SOS-Signale. Ein dichter Kreis von Meteoren in einzelnen miteinander verschachtelten Kraftfeldern umgibt ihr Schwesterschiff. Bla bla bla. Ach, das ist gar nicht ein Symbol, sondern das war dein Schwesterschiff. Was man retten muss. In Phase 2 ist das Raumschiff aufgetankt und man muss ein anderes Raumschiff aus einer Notlage befreien. Sie sehen es in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Das haben wir auch gemacht. Ja, das war das, was so aussah wie Donkey Kong so ein bisschen. Und Phase 3, ihr Raumschiff ist vollgetankt. Sie werden in Sand gegen das schreckliche, einäugige Weltallungeheuer Lazarian zu kämpfen. Schießen sie auf das Auge des Monstrums, feuern sie auf Lazarian mit der oberen Laserwaffe. Genau. Und da war's. Wenn sie mit der Laserwaffe feuern, verdoppelt sich der Treibstoff verbraucht. Ah, deswegen warst du kurz vor Ende Fuel. Ja. Spieltipps. Ja. Also, das war Lazarian. Ja, gucken wir nochmal hier. Gab es auch auf dem Atari 2600. Ich bin immer noch von dir fasziniert. Das ist doch unglaublich. Da machst du hier eine lange Antwort und dann so, und fertig. Ja, so Spiele auch mal. Ein kleiner Quickie für zwischendurch. Ja. Hoflichser, wer hatte damals schon eine Anleitung? Auf so ein Modul hat damals eh was drauf, kaum was draufgepasst. Wenn man das Modul hatte, dann hat man damals auch meistens die Anleitung gehabt. Es sei denn, man hat die Art weggeschmissen. Ja. Ja. Con Loser sagt, die Spiele waren nicht komplex, wie denn auch mit all den Restriktionen. Es war auch eine ganz andere Zeit. Heute können Spiele nicht komplex genug sein für manche. Und Raw Diabolos sagt, Spieletipps, beeilen Sie sich nicht zu sehr, sonst ist das Spiel zu kurz. Steht auf dem Umschlag, weißt du, klappst du auf. Worum geht's eigentlich in dem Spiel? Spiel nicht zu schnell, sonst bist du gleich durch. So, also das ein kurzer Quickie Lazarian. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra. Hagen soll die Frau sprechen. Was? Hier. Nein. Hagen macht die Frauenstimme. Nein. Ich kenne der Dennis, der zieht das durch von den alte Frauen, junge Frauen, dicke Frauen, dünne Frauen und alte Männer, junge Männer. Das hat der Dennis alles drauf.